Wirtschaftskrise, Staatsschuldenkrise, Flüchtlingskrise. Europa kennt einfach nicht zur Ruhe. Aber ich werde in die gefährlichste Krise, als es am Ende am Gang ist, sich am Mittel- und Osteuropa abzubauen. Da findet sich gerade eine sozusagen unheilige Allianz zwischen dem geistigen Brandstifter, dem ungarischen Premierminister Orban, und dem reaktionären Strippenzieher von der neuen polnischen Regierung, Kaczynski. Dabei kommen dann auch der slowakische Präsident Fico und sein tschechischer Homolog Zeman, die zwei gehören übrigens zu der Parteifamilie von den europäischen Sozialisten. Die Allianz von diesen Herren will und Grundprinzipien von der Europäischen Union freckeln gehen. Toleranz und Solidarität sind für sie ein Sens unique. Sie kennen die Werte also just, wenn sie ihnen etwas bringen. Und dabei kommt danach den nationalistischen Ton. Gefährlich politische Erstellungen und manipulativ Rhetorik fanden sich hier an einem Cocktail zusammen, den nicht nehmen als Lützebäuer suchen möchte. Mit Ungarn habe ich damals als Kommissarin einen langen Kampf geführt. Von Brüssel aus haben wir den autoritären Entwicklungen den Bass gehalten, aber bei der Verfassungsreform im Jahr 2012 konnte man das schlimmst verhindern. Juristisch habe ich alle Hebeln in Bewegung gesagt, und wenn auch zweimal für den Europäischen Gerichtshof gegen den Orban gewonnen, die Einkehr bei der Attacke auf die Unabhängigkeit von der Datenschutzautorität und die Einkehr, wegen Justiz wollt so reformieren, dass ihr ein unbequem Richter einfach könnt Last gehen, an Freipension schicken und sie dann durch sein Egeleid ersetzen. Das geht nicht. Und das habe ich verhindert. 2014 dann, habe ich einen Rechtsmechanismus geschaffen, für bei ähnlichen Problemen mehr sicher und mehr effizient können zu handeln. Das neue Prozedur soll die erste Kehr von der Europäischen Kommission ausgelöst gehen, und das an der neueste Affäre, und zwar der mit Polen. Das ist ja immer dasselbe Szenario. Der Attack auf den Rechtsstaat fängt um mit einer Attack auf Verfassungsgericht, so wäre dann Ungarn, so wäre es auch Rumänien, und genauso als es auch in Polen. Dennoch kommen dann die Medien drin, für dich die öffentlich und dann die privat. So hat Putin es übrigens auch schon gemacht. An einer Nacht- und Nebelaktion für Christtag und Silvester hat die neue polnische Regierung sehr ihren Ugraf gestärkt, mit der Hoffnung, ich werde feierlich, wird schon keiner merken. Es gab aber bemerkt. Und es gab Widerstand an der polnischen Zivilgesellschaft. Und just mit so einem Druck von Bannen nach von Bausen kann verhindert gehen, dass Polen mit einem autoritären Regime auftrifft. Da muss auch Brüssel mit ganzer Kraft handeln und reagieren. Es gibt aber auch einen anderen, ob man es den anderen an Europa, den sich über die unheilige Allianz am Osten freut. Und zwar, weil sie ihm an seinen eigenen antieuropäischen Kron passt, an das der britische Premier Cameron. Das ist ja kein Zufall, dass dem Cameron seine Tories hier am Europaparlament an derselben Fraktion sitzen wie dem Kaczynski seine Gesellen. Großbritannien hat Santa immer an ewig an der EU just ein großes Mord gesehen. Für gemeinsame Werte, gemeinsame Herausforderungen, gemeinsame Lösungen wollten Briten nie allzu viel wissen. Dafür scheißen sie ja auch regelmäßig nur eine Extrawurst. Ich fand, dass damit muss Schluss sein. Zu Brüssel sind aber eine Party, die probieren, den Ball flach zu halten. Das geht aber nicht durch, für die europäische Idee zu retten. Europa braucht einen klaren Kompass, und das sind als gemeinsame Werte. Das sind Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Wer den Kompass nicht hat, der soll sich am besten überlegen, ob sein Platz wirklich noch an der Union ist. Es gibt ja keinen gegen seinen Willen an der EU gehalten. Und dafür bin ich der Meinung, dass es nur durchgeht mit den Extrawursten und auch mit den Attacken auf uns Werte. Der Moment muss kommen, für ganz klare Decisionen zu holen.